Sodalein. Holadri ho, meine werten Final Fantasy Fans. Willkommen hier bei Let's Fat Let's Play. Wir machen die Hauptgeschichte weiter und wir sprechen mit der Uri Onge. Kriegen ein paar Hosen dafür. Dankeschön. Eine Führung des Labyrinthos. Diesen Vorschlag wäre ich nicht abgeneigt. Bedenkt man, wie wenig Schalayan über den Mond weiß, wäre ein Rundgang der Loporit zweifelsohne sinnvoll. So werden sie die gravierendsten Unterschiede selbst feststellen. Meine Sachkenntnis über die hiesigen Einrichtungen hält sich zwar in Grenzen, doch gemeinsam sollten wir die ein oder andere interessante Stelle aufspüren können, nicht wahr? Einen Rundgang steht demnach nichts im Wege. Yippie! Ich weiß zwar sogar schon, was ich mir zuerst ansehen will. Da drüben diese Gebäude mit den komischen Dingster-Apparaten. Diese komischen Dingster-Apparate sollen es also sein. Nun, dann sehen wir sie uns einmal aus der Nähe an. Meint ihr die Windmühlen oder die mit den Zahnrädern? Wen haben wir denn hier? Eine Mini-Rock-Dame. Zieh dir mal was an, du unanständiges Ding, du. So, wo gehen wir da denn am günstigsten lang? Hier, die. Wenn wir hier hochgehen, dann können wir da rechts abbiegen, dann sieht es nicht schlecht aus. Einmal hoch und dann rechts und dann sind wir schon da. Hurra! Singing Way. Hola! ¿Qué tal? Boah! Ich wusste ja gar nicht, dass man so große Gebäude und Apparaturen auch ohne Magie bauen kann. Mackie, erklärst du uns, wofür die vielen Einzelteile gedacht sind? Also jedes Einzelteil werde ich wahrscheinlich auch nicht erklären können, oder? Inspiziere die Anlage und suche nach Objekten, die das Interesse der Loporit wecken können. Also Zielquest, auf was zielen, aber woher soll ich jetzt wissen, was die implizieren könnte? Gucken wir mal, nehmen wir mal das große, bewegliche Teil da oben. Da interessiert sie uns. Das ist eine Pumpe, würde ich sagen. Irgendeine Wasserpumpe, die Wasser nach oben. Lecker. Oh, Schleichwerbung. Ich hätte es anders empfehlen. Diesmal weiß ich sofort, was das ist. Hinter dem Rohr läuft nämlich ein Wasserrad. Das haben wir, meine Lauscher, schon von Weitem gehört. Wenn Rohr und Rad miteinander verbunden sind, dann wette ich bei allem Glückskarotten auf dem Mond, dass in diesem Rohr eine Spirale steckt. Kann gut sein, das Wasser hochspiralisiert, anstatt zu pumpen. Das muss das Rad des Antriebs sein, der das Wasser durchs Rohr in die Anlage pumpt. Möglich. Ist das hier Speicher oder sowas? Tankartiges Objekt. Hier wird so Wasser drin gespeichert wahrscheinlich. Mal überlegen, ich sehe ein paar gigantische Zylinder und jede Menge Rohrleitungen. Oh, wenn man durch das kleine Fenster darunter schaut, versteckt sich da noch ein dickes Rohr, was zu den Tanks hochführt. So ein Aufbau ist ganz typisch für Maschinen, die Verunreinigungen aus dem Wasser filtern. Liege ich da richtig? Ich nehme an. Woher soll ich es wissen? Ich habe sie nicht gebaut. Oh, das gehört da aber nicht hin. Auf dem Gestirn Gesims hüpft ein Ambistoma auf und ab. Es hier vorzufinden kann nur eines bedeuten. Das Konzept der Ambistomas in Elpis wurde angenommen und die kleinen Kreaturen in die Freiheit entlassen. Bei seinem Anblick spürst du unweigerlich die tiefe Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Pilzähnliches Objekt inspizieren. Was könnte das da links? Wäre für mich wie ein Pilz. Was könnte denn hier noch? Das hier rechts ist auch wie ein Pilz. Was könnte das sein? Irgendwie Druck aufbauen, damit mehr Wasserdruck entsteht zum Hochkriegen? Aber es ist ja wie eine Spirale. Mal sehen. Hey, das Ding habe ich schon einmal irgendwo. Ja, genau. Es sieht so aus wie die Bäume im schönsten Wald. Dann ist es eine Art Superbaum. Daneben? Oben kugelrund und breit. Nach unten hin wie ein Trichter. Jetzt weiß ich's. Bestimmt wird die Kuppel voll Wasser gepumpt, sodass der riesige Druck es von oben in die Leitung presst. Eine Verteilungsvorrichtung also. Also doch tatsächlich. Hey, lag ich bei allen gar nicht so schlecht, oder? Dafür, dass ich mich nicht so gut damit auskenne.
Diesmal ohne Schleichwerbung. Ja? Wenn mich nicht... Oh nein, ein Hasenwitz kommt auf uns zu, macht euch darauf gefasst. Wenn mich nicht alle Rüben trügen, ist das also eine Art Reinigungsanlage, in der Wasser aufbereitet, gelagert und dann weiter transportiert wird. Das bedeutet, es muss von hier aus ins gesamte Labyrinthos gelangen. Oh! Na, treff ich die Möhre auf dem Strunk? Ein Möhrenwitz. Ich hab doch recht, oder? Ein so simples System zu konstruieren, wäre natürlich ein Klacks für uns, Loporit. Ganz egal, ob unter Tage, in den Bergen oder sonst wo. Sauberes Wasser ist wirklich unverzichtbar für die Bewohner von Eteris, nicht wahr? Kein Wunder, dass bei der Erschließung dieses Fleckes gleich eine so große Anlage gebaut wurde. Klar. Soll ja alles auf dem Mond, nicht wahr? Sag, stimmt es eigentlich, dass viele von euch in fruchtbar, heißen und trockenen Gegenden wohnen? Das stand zwar in unseren Aufzeichnungen, aber wenn ich dieses Riesentanks hier sehe, kann ich es kaum glauben. Woher holt ihr denn dort euer Trinkwasser? An Orten wie Tanalan, Siedlungen, meist weiten Oasen, weit entfernt. Wir nehmen das Obere. Die haben alle Oasen in der Nähe. So planen sie ihre Städte und Dörfer und Siedlungen. Wie bitte? Also muss das Wasser nicht nur sauber, sondern auch noch in rauen Mengen vorhanden sein? Oh, ein Möhrenwitz kommt auf uns zu. Du liebes Möhrchen! Ich hoffe, wir haben die richtige Menge für Mare Lamentorum berechnet. Es würde zwar bestimmt niemand verdursten, aber dass das Wasser gleich euren ganzen Lebensraum ausschmückt, daran haben wir nicht gedacht. Erst einmal will ich herausfinden, wie viel genau gebraucht wird, wenn wir wieder zurück auf dem Mond sind. Kann ich die Produktionsmengen anpassen? Wo wir gerade dabei sind, wäre es auch unheimlich hilfreich zu wissen, was mit dem vielen Wasser geschieht, das nicht zu Trinkwasser wird. Reinigen? Sprach Alfino nicht von einer Einrichtung, die mit Hilfe des Wassers die Atmosphäreverhältnisse von Labyrinthos reguliert? Sie befand sich im Logistikon Alpha. Wie ich die Loporit kenne, werden sie Alfinos Begeisterung dafür gewiss teilen. Ja, bitte! Zeig uns die Loporistikon Alpha. Jetzt sofort! Wir wollen jeden Winkel sehen! So, lasst uns aufbrechen. Unser Ziel liegt ein Stück außerhalb Klein-Scharlatans. Außerhalb? Du meinst in der Wildnis? Auf dem Weg in die Werkstätten haben wir jede Menge grimmige Raubtiere gesehen. Wisst ihr? Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber die haben uns glatt angeschaut, als wären wir ihre nächste Mahlzeit. Oh, was hätte uns da oben die Begleitung unserer Eskorte alles passieren können? Eine grausige Vorstellung. Ein verständlicher Einwand. So manche Kreatur könnte einen Loporit mit einem Beutetier verwechseln. Ja, warum wurdet ihr denn auch so designt? Umgehen wir die Gefahr besser, indem wir euch getrennt zum Ziel geleiten. So ist das Risiko weitaus geringer, im Getümmel einen Loporit zu verlieren. Growing Way und Living Way kommen mit mir. Mackie, du folgst mit Singing Way und Cooking Way. Ja, so können wir es versuchen. Du kannst auf mich zählen. In deiner Obhut werden sie sich sicher fühlen und nicht von deiner Seite weichen. Auf dann. Wir sehen uns vor dem Logistikon Alpha. Klingt glatt nach einem Begleitquest. Hm? So wird's auch sein, ne? Auf dann, keine Müdigkeit vorschützen. Und vorbei an den Biestern. Los, Growing Way, zum Atmosphären-Dingster-Apparat. Alle Möhren, los! Auf die Plätze, Möhre, los! Scheint doch kein Begleitquest zu sein. Das ist doch nicht schlimm. Kann man das Motorrad benutzen, ist flotter da. Dann trifft man sie wahrscheinlich nur an Knotenpunkten, muss für sie dann Leute verprügeln. Oder das Begleitquest fängt erst ab da vorne an. Sieht so aus wie an einzelnen Punkten Monster verprügeln. Nie schlimm. Hm. Ausschau halten. Und spawnt in mir mein Monster. Du spürst eine feindliche Präsenz. Auf geht's!
Du bist vermöbelt. Eins rechts, eins links, eins oben drauf. Mit meinem Schwertknauf. Ich würde mal sagen, Zeit für ein Let's Fetz-Kombo. Let's Fetz ist mal in dein Gesicht rein. Sakasubo, der hält ja echt was aus. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber Chance hat er trotzdem nicht. So, wie geht's hier weiter? Puh, das ist gerade noch einmal gut gegangen. Danke, Mackie. Ich liebe Aetheris ja wirklich sehr, aber sind denn all eure Wälder so voller schauriger Ungeheuer? Ihr müsst es mir sagen, dann implementiere ich das im Pfotenumdrehen. Ein Hasenwitz. Auch im schönsten Wald. Falls ich dort ankomme, ohne vorher geröstet zu werden. Naja, ich würde sagen, die meisten Wälder sind so gefährlich. Ja, doch. Vielleicht nicht ganz so gefährlich. Die haben ein bisschen niedriges Level, die Monster. Aber in eurem Wald sind ja komisch aggressive Roboter, die einen angreifen. Also ist es ja schon bei dir implementiert. Mach dir also keine Sorge. Ihr habt schon übertrieben gefährliche Roboter, die einen angreifen bei euch. Auch total unnötig. Dass die unbedingt attackieren. Willkommen im Logistikon Alpha, Freunde. Das Gebäude, in dem die Wetterregulationen operieren, befindet sich im Medialzirkel auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Auf geht's. Rein da. So, ja, einfach nur hier den Aufzug benutzen. Schwupps. Dann haben wir wieder die Wache. Jetzt haben wir einen Namen gekriegt, die Wache. Ne? Mit dem Aufzug bist du im Nu im Medialzirkel. Sag Bescheid, wenn du ihn benutzen möchtest. Ja. Bla bla bla. Wir möchten den Aufzug benutzen. Und dann sah das ziemlich nah aus. Ja genau, sind schon mit dem Sinn. Von hier wird also die Atmosphäre des gesamten Labyrinthos gesteuert. Und dabei ist alles hier so winzig. Ich bin beeindruckt. Und das sage ich ein Loporit vom Fach. Es ist alles andere als einfach das Wetter, die Luft und die vielen anderen Elemente eines geschlossenen Systems aufrecht zu erhalten. Auf der Suche nach einem neuen Heimatstern können wir dieses Wissen bestimmt irgendwie mit unserem eigenen kombinieren. Die Wahrscheinlichkeit, im Weltraum ein Gestirn mit Atmosphäre zu finden, ist nämlich fast null. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Glück Aetheris hat, dass die Naturgesetze hier so gut zusammenspielen. Man könnte glatt meinen, es sei auf wunderbare Weise so vorherbestimmt. Das war's schon. Quest abgeschlossen. Okay. Packen wir mal die Hose aus, nicht wahr? Die wird wahrscheinlich eine Leggings werden, nach meinem schönen Pluffhose, die ich jetzt anhabe. Das sieht ja mal richtig bescheuert aus. Okay, aber was soll's. So wollen sie, dass wir jetzt aussehen. In Ordnung. Das Wetter ist ja schön und gut, aber du weißt, welches Thema mir unter den Krallen brennt, richtig? Achso, das ist jemand anderes. Das Krallen brennt, richtig? Das Essen natürlich. Oh, welch fantastische Möhrensorte werden mich auf Aetheris nur erwarten. Wenn Cooking Way mehr über die hiesige Kulinarik erfahren möchte, so wäre Meliaks Agrarbotanik wohl eine gute Anlaufstelle. Tätest du mir den Gefallen und zeigst ihm die Einrichtung, während ich hier bei Singing Way und den anderen Loporit bleibe? Kulinarik? Davon hat Hugo Longer schon mal auf dem Mond gesprochen. Die Kultur des Essens, sagte er. Die Art, das Wie und Weshalb, das Zubereitens und Verspeisens einer Karotte sozusagen. So ganz hatte ich es nicht verstanden. Man muss es wohl mit eigenen Augen sehen und mit eigener Zunge schmecken. Das hat zumindest Hugo Longer behauptet. Und genau das würde ich nur zu gerne tun, bevor Aetheris schon bald selbst verspeist wird. Von der Apokalypse, meine ich. Zeigst du es mir? Also zur Kanulurigli-Bilibik-Schnilli. Das macht mich glücklicher als eine Glückskarotte. Vielen Dank, Mackie. Diese Agrarbotanik soll hier gleich ums Eck sein. Wie meine langen Löffel lauschten. Einfach links raus und geradeaus. Hohoho. Und er ist tot. Ah, er läuft selber. Ne, wir treffen ihn auf halbem Wege, weil er von einem Monster angegriffen wird. Okay. Dann auf und davon.
Aber wie sah es mit den Windätherquellen jetzt aus? Zu Fuß haben wir alle und drei mit einem Quest. Das heißt zweimal mit Nebenquests und einmal das Hauptquest, wenn es so ist wie immer. Und es wird wahrscheinlich so wie immer sein. Warum sollte es nicht so wie immer sein, nicht wahr? Meine Freunde! Ich meine, vielleicht wisst ihr es ja schon. Wer weiß, wie weit ihr schon seid, wenn ihr das Video seht. Cooking Way. Oh, das ist sie doch, oder? Merial Agrobotanik bei meiner Möhre. Sind das viele Pflanzen und alle essbar, richtig? Die sehen blatt genauso aus wie in meinen Büchern auf dem Mond. Nur sind die Früchte hier weniger farbig und nicht ganz so kreisrund. Und vielleicht weniger glänzend. Aber probieren geht über Studieren. Und probieren werde ich sie alle. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich mir nur vorstelle, an diesen köstlichen Kreationen zu mümmeln. Aber Moment, man muss erst die um Erlaubnis fragen, richtig? Das habe ich auch in einem Buch gelesen. Wer von den Feldfrüchten nascht, wird in den Eitopf gesteckt. Wenn du ein Hase bist, wahrscheinlich schon. Ein sehr rabiates Vorgehen, wenn du mich fragst. Stellst du mich den Agrobotanikern vor? Bitte, Mackie. Und frag sie vielleicht gleich um Erlaubnis, ob ich an ihren Köstlichkeiten knabbern darf, ohne in den Kochtopf getunkt zu werden. Cooking Way begleitet dich jetzt. Blablabla begleitet das dran. Nicht aufmauen. Aber sprinten. Die Hasen können ja mit sprinten. So, wen denn zuerst? Jepke. Bischbosch, Baby. Oh, das ist wirklich so weit kommen, Muster. Eider, Wuschte. Nein. Du bist doch der tollkühne Besucher, der neulich durch Stollen 33 runterkam. Leider muss ich dich enttäuschen. Auch diesmal habe ich nicht wirklich Zeit dazu, dich angemessen durch unsere Einrichtung zu führen. Wie du sicherlich weißt, halten uns die Vorbereitungen zum größten Exodus aller Zeiten ordentlich auf Trab. Die meisten Forscher und Angestellten des Labyrinthos, meine Wenigkeit eingeschlossen, hatten bis zuletzt keine Ahnung davon, worauf unsere Arbeit eigentlich abzielt. Dass wir dazu hinwirkten, unseren Heimatplaneten zu verlassen, das wäre uns in unseren kühnsten Träumen nicht eingefallen. Tja, aber so sieht es nun wohl aus. Und ich weiß wirklich nicht recht, was ich davon halten soll. Weißt du, du möchtest gar nicht auf den Mond, was? Heißt das, du möchtest gar nicht auf den Mond kommen? Das ist keine einfache Frage. Natürlich will ich an der Apokalypse nicht zugrunde gehen. Da kommt mir jede Rettung recht. Aber egal, wie akribisch der Rat der Philosophen alles vorbereitet hat. Es wird uns unmöglich sein, jede Pflanze und jedes Tier dieser Planeten auf dem Mond zu retten. Und selbst wenn viele Arten würden wir im Nachhinein doch noch verlieren, weil sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraums nicht zurechtkommen eingehen. Der Gedanke daran schlägt mir einfach entsetzlich auf Gemüt. Aber entschuldigt mich, ich will euch gar nicht weiter belästigen. Was darf ich denn auch für euch tun? Also, das viele Obst und Gemüse, das hier angebaut wird. Ich hätte mich gefragt, ob ich es wohl mal kosten darf. Ha, die Welt geht unter und ihr wollt eine Verkostung abhalten. Nur zu, solange ihr mir nicht die Bäume und Felder leer schnabuliert. Wirklich, oh tausend Dank. Ich gelobe nur ein kleines bisschen zu nehmen und ganz und gar nicht pratzekahl wegzumüllen. Also dann, Mackie, auf in die Felder. So gut. Ich will jetzt überall nur einmal anbeißen. Das tut den Pflanzen auch nicht unbedingt gut, oder? Oh, die kleinen Kügelchen kenne ich doch. Das sind Trauben, nicht wahr? Wie rund und bunt sie sind. Viel schöner als die Bilder in meinen Lehrbüchern. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nach welcher Art von Karotte wirst du wohl schmecken, kleine Traube? Nach gar keiner Karotte, du Cooking Lady. Ah, ich meine, das ist aber auch sauer. Ein bisschen ist diese Überpfeife Knoblauchkartoffeln. Und etwas herb,
im Nachgeschmack. Würde ich sagen, woher kommt das nur? Von der Schale vielleicht? Die schien mir weitaus saurer zu sein als das Fruchtfleisch. Ah, das bedarf weiterer Studien. Studien. Ja, definitiv die Schale. Köstlich. Sag, wie pfeifst du so Trauben? Auf einer Skala von 1 bis 10. Was sag ich? Eine 11? Es geht nichts über frische Trauben direkt von der Rebe. Also ich mag Trauben sehr. 5, 6 vielleicht. Trauben sind ganz nett, aber es gibt schmackhafteres Obst. Das stimmt natürlich auch, es gibt schmackhafteres. Mit dem Zeug kannst du mich jagen. Nein, Trauben sind lecker. Aber es sind nicht mein Lieblingsobst. Also wenn ich nur... Ich hätte jetzt glaube ich höher als 6 angesetzt. Eine schöne, leckere Traube. Aber eine 11 hätte ich ihr auch nicht gegeben. Und sagen wir mal 6. Weil... Eine 11 bestimmt nicht. Verstehe. Es ist also kein besonders polarisierender Geschmack. Das werde ich mir merken. Ich danke dir für deine ehrliche Meinung, Mackie, und werde sie in meiner eigenen Karolinirilik berücksichtigen. Jetzt würde ich mich aber gerne den Bäumen gleich neben uns zuwenden. Wir sind schließlich noch lange nicht fertig. Heiderwutz. Muss ich das jetzt mit dem alles durchtesten? Ich kann ja nicht selber testen. So, was haben wir hier? Äpfel vielleicht? Oho, warte, diese Frucht kenne ich auch. Es liegt mir auf der Zunge irgendwas mit Orangen. Cooking Way, das Obstgenie. Also, lautet meine ausgiebigen Studien, versteckt sich das Fruchtfleisch unter der Schale. Aber nicht von mir. Köstlich. Ich muss träumen. Sorgefügelsches. Es ist eine aufregende Kombination aus süß und sauer, aber trotzdem so ganz anders als bei den Trauben. Noch leckerer, finde ich. Irgendwie frisch. Ich glaube, Orangen schmecken mir sogar noch ein wenig besser als Knobelkarotten. Tatsache. Erstaunlich, wirklich. Es gibt so viele Dinge auf diesem Stern, die man essen kann. So viele, dass die Unterschiede zwischen ihnen teilweise sehr subtil sind, wie der Traube und den Orangen. Und trotzdem hat jeder von euch ein liebstes Obst, nicht wahr? Aus 1000 Geschmäckern könnt ihr wählen, was auch immer ihr am köstlichsten findet. So langsam dämmert es mir, warum ihr von unseren Karotten nicht halb so begeistert wart wie wir. Aber jetzt bloß nicht unsicher werden, Cooking Way. Es gilt, eine kulinarische Mission zu erfüllen. Und als nächstes wird das Feld erkundet, das mir vorhin am Eingang ins Auge sprang. Gut, machen wir. Auf zum Feld. Oder am günstigsten hin, so lang. Was könnte da wohl sein? Kürbisse? Das könnten Kürbisse sein von weitem. Ja, doch, vielleicht, unter Umständen. Sieht ganz so aus. Höchst interessant, die Farbe, die Festigkeit und Schnüpfen, ja, auch der Duft. All das deutet darauf hin, dass die kuriosen Kugeln aus der Familie der Möhren stammen. Nur wachsen sie in die Breite statt in die Länge und machen es sich auf dem Boden gemütlich, statt in der Erde zu graben. Ha, habe ich recht oder habe ich recht, Mackie? Ja, ja, klar und nein. Nicht. Dabei wäre meine Argumentation doch hieb- und stichfest und die sehen sich so ähnlich. Na schön, dann hilft nur noch eines, um dieses mit unbekannten Gewächs einzuordnen. Eine Kostprobe! Nichts von den Grünen am besten. Die sind noch nicht ganz so reif. Was? Das schmeckt ja gar nicht. Aber wenn es nicht schmeckt, wieso wird es dann hier angebaut? Ein Fehlschlag der Karottenkreation vielleicht? Nein, du musst es verarbeiten. Das verbitte ich mir. Das sind Kürbisse, keine Fehlschläge. Und Kürbisse beißt man auch nicht einfach so hinein. Kein Wunder, dass sie garstig schmecken. Gollum, garstig schmecken. Aber gekocht, gebraten oder gegrillt, kommt ihr nussig-sanfter Geschmack ganz richtig zur Geltung. Das sei dir versichert. Ach so, aber ist es nicht ineffizient und vielleicht sogar lästig, etwas erst kochen, braten oder grillen zu müssen? Das habe ich mich bei Uriangers Erklärung auch die ganze Zeit gefragt. Nee, es macht aber auch was anderes. Wenn du kannst, dein Körper kannst viel leichter zersetzen bei manchen Sachen, wenn du es vorher erwärmst. Ganz und gar nicht, sicherlich. Ich kann nicht bestreiten, dass viele Schalayaner das Buch dem Herd vorziehen.
Aber das Kochen selbst ist alles andere als ineffizient. Es macht vieles essbar und sogar köstlich, was sonst ungenießbar wäre. So steht uns eine Vielfalt an Zutaten zur Auswahl, was wiederum eine ausgewogene Ernährung garantiert. Ich persönlich bin außerdem ganz verrückt nach Kürbiseintopf. Als ich klein war, kam der bei uns zu Hause regelmäßig auf den Tisch und war damals schon mein Lieblingsessen. Mit dem Geschmack verbinde ich endlos viele Erinnerungen an meine Eltern. Und schon alleine deswegen hat der Kürbis einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Faszinierend, manche Zutaten werden also durch den Vorgang des Kochens zu etwas Besonderem gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Das ist eine weitere wichtige Erkenntnis für mich, Mackie. Puh, mein Wissensdurst kennt zwar eigentlich keine Grenzen, aber langsam fühlt es sich an, als hätte ich kaum noch Platz zwischen meinen Löffeln. Aber eine Sache will ich unbedingt noch kosten, diese tropfenförmigen Früchte dort, die ganz ähnlich aussehen wie die himmlischen Orangen, an denen muss ich einfach knabbern. Für die Wissenschaft! Das klingt nach Birnen. Lass mal sehen, wie er Birnen findet. Sollte mir eigentlich gut schmecken, oder? Oh, was für ein eigenartiger Duft, so frisch und belebend. Da bin ich jetzt aber gespannt. Könnte dies gar die köstlichste Frucht des blauen Sterns sein? Nun denn, ein herzhafter Biss wird es zeigen. Also, die meisten Birnen schmecken schön frisch, wird immer so bestimmt schmecken, ne? Meine Zunge! Mackie, das muss Gift sein! Hilfe! Was war's denn dann? Mango? Nein, würde auch lecker schmecken. Das ist kein Gift, sagst du, sondern eine Zitrone. Ah, eine Zitrone, okay. Heißt das, die soll so schmecken? Ich verstehe das nicht. Wieso sollte man so etwas Grässliches nur anbauen wollen? Aua, mir ist, als hätte mir diese fiese Frucht in die Zunge gebissen. So sehr zwickt und zackt es. Jetzt ist mir die Lust auf weitere Kostproben aber wirklich vergangen. Vielleicht sollten wir Jepke von dieser furchtbaren Zitrone warnen gehen. Nee, der weiß natürlich davon Bescheid. Und der weiß, wie man sie richtig benutzt. Und zwar im Töpfchen, nicht im so reinbeißen. Wie lief die Verkostung? Die Orangen waren am köstlichsten, dicht gefolgt von den Trauben. Und Kürbisse würde ich gerne noch einmal probieren, wenn sie gekocht, gebraten oder gegrillt geworden sind. Aber Jepke, vor diesen Zitronen musst du dich vorsehen. Allein der Gedanke an ihr sauren Biss lässt mir das Fell zu Berge stehen. Hast du etwa in eine Zitrone hineingebissen? Dann wundert es mich nicht, dass du so aufgewacht bist. Aber nein, es wäre schade, wenn du die Zitrone deswegen nun auf immer verschmähen würdest. Hier, bitte sehr. Ein Zitronentörtchen habe ich selbst gebacken. Ein Törtchen? Aber mit Zitrone? Oh je. Wo mir der Schreck doch noch in den Knochen sitzt. Ja, umso wichtiger, dass du es jetzt machst, bevor du es verinnerlichst. Aber ich muss das essen. Des blauen Sterns kostens. Und jetzt abzulehnen, wäre ein Affront gegen die Wissenschaft. Na schön, nimm all deinen Mut zusammen, Cooking Way. Es ist nur ein kleiner Mümmler für dich, aber ein großer... Bissen steht da jetzt, ein großer Mümmler, oder? Ein Bissen für einen Luporiten. Hier, bitteschön. Ich wette, er fällt in Ohnmacht, weil es so lecker schmeckt. Das ist das Allerköstlichste, was meine Zunge jemals schmecken durfte. weicher als eine frisch gebürstete Blume. Zarter als der schönste Traum. Ich kann es kaum fassen. Habe ich mich geirrt? Ist die Zitrone nun doch die unangefochtene Herrscherin des Hains? Die süße Milde tanzt in perfekter Harmonie mit dem erfrischenden Hauch an Säure, die überhaupt gar nicht so bissig ist wie vorhin noch. Nein, jetzt ist sie beinahe sanft. Na, siehst du mal, Zitronen sind gar nicht grässlich. Wenn man weiß, wie man sie einzusetzen hat, entfalten sie ein ganz besonderes Aroma und bereichern eine ganze Reihe von Gerichten von süß bis herb. Und derlei Zutaten gibt es viele. Bei nicht allen geht es nur darum, den Geschmack. Einige verbergen beispielsweise heilende Kräfte, die man ihnen mit den richtigen Küchenkniffen entlocken kann. Andere wachsen selbst in den widrigsten Umständen und bieten Nahrung, wo sonst keine zu finden ist.
Deswegen schmerzt es auch sehr, dass wir viele dieser wunderbaren Pflanzen zurücklassen werden. Sie würden einfach nicht alle Platz finden, hoch oben auf dem Mond. Dem Rat fällt nur die Aufgabe zu, diese undankbare Entscheidung zu treffen. Bald wird gerettet, bald wird unwiederbringlich verloren gehen. Dieser eiserne Wille, alles zu beschützen, was auch wichtig ist. Ich glaube, ich verstehe jetzt weitaus besser, was Heidelin mit dem Feuer des Lebens meinte. Das ist ja wichtig, ne? Nun, Heidelin erschuf uns mit dem Wissen des Urvolkes als Grundlage, nicht wahr? Und das Urvolk wusste viel über das Leben, nicht nur wie es entsteht und sich entwickelt, sondern auch welches Schicksal einen jeden Stern früher oder später ereilen wird. Weise Hasen, Lopoviten. Sobald eine Lebensform über das große Überleben hinaus wächst, gelangt sie früher oder später an den Punkt, an dem sie nach einer Art Paradiesstreben beginnt. Harmonie und perfekte Glückseligkeit, ganz ohne Schmerz, Verzweiflung und anderlei unschöne Dinge eben. Und das ist der Karottekern sozusagen. Lass mich erläutern, und das gibt's einfach nicht. Stellt euch perfekte Glückseligkeit wie die perfekte Möhre vor. Sie macht satt, hält gesund, schmeckt ganz köstlich und wird von jedermann geliebt. Und danach gibt's nichts mehr. Das Streben nach der perfekten Möhre wird von Zivilisationen im ganzen Universum meist Fortschritt genannt. Man tut alles, um diesem Ideal näher zu kommen. Manchmal mit erfreulichen Konsequenzen, manchmal mit reichlich grausigen. Und immer, wirklich immer, besiegelt dieses Streben letztlich den Untergang. Merken wir uns das an. Und warum? Weil es die perfekte Möhre schlicht und einfach nicht gibt. Und jeglicher Versuch, sie dennoch zu erreichen, deswegen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Die einzige Alternative ist also die Akzeptanz, dass das Glück niemals absolut sein wird. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt, mit all den Facetten und einfach dem Besten daraus machen. Jo, hat er recht. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn dir das Leben eine garstige Zitrone in den Mund drückt, dann geh damit ein Törtchen backen. Und das habt ihr ja durchaus schon perfektioniert. Da hast du vollkommen recht. Könnte man gut sein lassen. Wovon bei Taliak unerschöpflicher Weisheit redest du denn da? Hast du es nicht verstanden? Oh, ich hätte mich vielleicht vorstellen sollen. Mein Name ist Cooking Way und ich bin ein Loporit vom Mond, gekommen, um den Bewohnern von Aetheris zur Hand zu gehen. Das erklärt es vielleicht. Es würde mich freuen, wenn du selbst auf dem Mond kämst und dich durch meine Karotten knabbern könntest, so wie ich gerade deine Feldfrüchte gekostet habe. Auch wenn mich nun umso mehr das Gefühl beschleicht, noch wirklich viel über euch und eure Kulinarik lernen zu müssen. Selbst wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber eines kann ich euch versprechen. Wir werden alles dafür tun, so viele der einzigartigen Spezies von Aetheris zu bewahren, wie wir nur können. Danke, dass du das sagst, Cooking Man. Und ich bete dafür, dass es uns auch gelingt. Wir sollten zu Orangie und den anderen zurückkehren. Es bricht mir das Herz, mich schon von diesem wunderbaren Ort verabschieden zu müssen. Aber spätestens jetzt ist mir mehr als deutlich geworden, dass wir keinerlei Zeit zu verplempern haben. Genau. Tschüssi. Mutter, Husi, Husi, du. Husi, Husi. Witzig, süßes kleines Häschen verabschiedet sich. Dann lass uns zurückgehen. So, wo kommen wir am schnellsten dahin? Ich würde sagen, hier lang. Ja, so sieht's aus. Wir müssen niemanden schützen, ist kein Begleitquest. Alles wunderbar. Das ist klasse. Keine Begleitquests, macht alles einfacher. Ich weiß zwar nicht, wie er hier durchgekommen ist, wobei, wenn man auf dem Weg bleibt, greift einem ja sowas auch nicht an. So Schleimpfropfen und laufende Tomaten. Hier sind ja keine riesigen Bestien wie unten. Brennende Angriffsbestien. Was die auch hier zu suchen haben. Sollten ja eigentlich in einem heißen, feurigen, lavaartigen Vulkanhabitat sein und nicht mitten in einer grünen Landschaft, oder? Ich danke dir, dass du mir Merials Agrarbotanik gezeigt hast.
Es war ein kurzer Besuch, viel zu kurz für meinen erlesenen Geschmack, aber dennoch ein unvergesslicher. Aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, eine ganz persönliche. Wie ist die Kulinarik in anderen Flecken von Aetheris? Gibt es irgendwo etwas, das noch köstlicher als Zitronentörtchen ist? Aber hallo. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Deswegen muss ich mich auf deine Expertise verlassen. Für mich ist die Küche Limsa Lominsa ein absoluter Hochgenuss. Ganz klar. Im Fernen Osten gibt es so viele Köstlichkeiten, da kämst du von dem Verkosten gar nicht mehr. Ich nehme, weil eines meiner Lieblingsessen Sushi ist, nehme ich den Fernen Osten. Ich wusste, dass du sofort eine Antwort parat hättest. Ich weiß auch, dass ich dort nicht hingehen sollte, sonst mache ich noch mehr Versprechungen. Und denke plötzlich nur noch daran, dass wir den blauen Stern nicht einfach hinter uns lassen sollten. Aber Heidelin hat uns beauftragt, die Flucht anzutreten. Wenn das Ende der Welt kommt, ich schätze, es führt kein Weg daran vorbei, oder? Wahrscheinlich schon. So, wie sieht's aus? Nebenquests, keiner auf dem Block. Wir sind bei 600. Ich überlege, den anderen noch anzunehmen, aber nein, das wird nicht passen. Von der Zeit her ist das jetzt wunderbar. Hola, Driho. Alle Hasen sind jetzt froh. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski. Bye, bye.